Herzlich willkommen zur nächsten Geschichte im Dezember. Lass uns nun anfangen. Ein altes Foto. In der Kiste mit den alten Fotos vom Flohmarkt ist mir dies aufgefallen. Das Foto stammt wahrscheinlich aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Drei Frauen in Trauerkleidern sind drauf zu sehen. Zwei ältere und eine junge. Die beiden Älteren sehen verbittert aus. Schmallippig und unfreundlich schauen sie in die Kamera. Die junge Frau hat ein weiches, rundes, etwas kindliches Gesicht. Sie hat einen kleinen Jungen mit blonden Locken an der Hand. Ich sehe, wie diese Frau mit ihrem Sohn nach Hause kommt. Der Junge läuft in sein Kinderzimmer. Die Frau setzt sich an den Tisch auf der Terrasse und schreibt einen Brief an ihre alte Freundin aus der Klosterschule. Liebe Hermine, es ist schon eine Woche her, da wir den lieben Karl beerdigt haben. Heute sind seine Mutter und Tante wieder abgereist. Ich bin allein mit dem kleinen Karlchen im großen Haus geblieben. Ach, liebe Hermine, das Eheleben ist doch nicht so schön, wie es damals in der Schule geträumt haben. Der alte Karl war ein sehr guter Mann. Erste Zeit nach der Hochzeit hatten wir auch ein gemeinsames Schlafzimmer, von dem Nächten haben immer nach Angst gehabt. Es hat immer so wehgetan. Dann hat mir der liebe Karl immer die schrecklichsten Vorwürfe gemacht und ich musste ihm seinen Kräutertee aufbrühen. Von dem Tee wurde es aber nicht ruhiger, sondern schrie noch lauter und wurde dabei so furchtbar rot im Gesicht. Der nette Doktor Blumenthal erklärte mir, dass es deshalb passierte, weil der liebe Karl ein schwaches Herz und dickes Blut hatte. Nachdem der kleine Karlchen geboren wurde, hatten wir getrenntes Schlafzimmer. Ich musste aber trotzdem 2-3 Mal in der Nacht aufstehen, um den lieben Karl den Kräutertee aufzubrühen. Leider fand der liebe Karl auch keine Freunde am kleinen Karlchen. Der kleine Junge musste immer in seinem Zimmer bleiben. Der liebe Karl hatte doch ein schwaches Herz und dickes Blut. Er konnte keinen Lärm ertragen. Der kleine Karlchen durfte nun ganz ruhig auf dem Stuhl in dem Kinderzimmer sitzen, sich sein Schaukelpferd und den anderen Spielsachen anschauen. Einmal bin ich mit den kleinen Karlchen in den Stadtpark spazieren gegangen. Dort habe ich dieses Kraut gefunden, das uns Schwester Contodia damals in der Klosterschule gezeigt hatte. Dieses Kraut habe ich dann dem lieben Karl in seinen Kräutertee getan. Der liebe Karl wurde dann ganz ruhig und gar nicht rot im Gesicht, sondern grün und gelb. Am nächsten Tag kam der liebe Karl nicht zum Frühstück herunter, wo er doch immer so pünktlich war. Ich lief zu ihm im Schlafzimmer, aber er wollte gar nicht aufstehen, nicht bewegen. Nicht einmal bewegt hat er sich. Ich habe schon den netten Doktor gerufen. Der nette Doktor sagte, dass der liebe Karl leider gestorben sei. Der Doktor meinte auch, das wäre so zu erwarten, dass der liebe Karl schon immer ein schwaches Herz und dickes Blut hatte. Ja, liebe Hermine, jetzt trauern wir und ich muss bis zum nächsten Sommer schwarze Kleider tragen. Ich wollte dich aber fragen, ob ihr bei euch zu Hause im nächsten Sommer auch so schöne Sommerfest machen werdet, wie damals, als ich deinen Cousin Rudolf kennengelernt habe. Ich hatte damals mein schönes blaues Kleid mit vielen Schleifchen angehabt. Dein Cousin fand das Kleid auch sehr schön, besonders die Schleifchen. Wir haben uns damals in dem Aubergine von dem Regen versteckt. Und dass er meinte, die Schleifchen in mein Kleid aufzumachen, wäre das Schönste, was er in seinem Leben je gemacht habe. Seine hellen Locken, seine weiche Hand und seine schönen Augen werde ich nie vergessen. Jetzt höre ich, wie das kleine Karlchen im Badezimmer Schlacht spielt. Wenn ich in seinen grauen Augen schaue, weiß ich, dass er in der Marienuniform auch so schneidig aussehen werde wie dein Cousin. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Es wird langsam dunkel draußen. Ich grüße dich und küsse dich. Deine Elfriede. PS, das blaue Kleid habe ich eben anprobiert. Es sieht aus wie damals. Auch eine sehr interessante Geschichte. Was es mit diesem Kraut wohl auf sich hatte oder was mit Elfriede war, werden wir wohl nie erfahren. Aber die Geschichte war trotzdem interessant.
Also, bis zur nächsten Geschichte. Tschüss.